Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Alex. Wir sind hier auf Mutantenverprügelei und ich hoffe, dass wir schön einen von diesen Krippeln, ja, so viel dazu, immer schön einen nach dem anderen. Mhm. Jetzt kommen gleich vier, oder? Na, wir haben Glück. Komm Ray, hau ihn weg. Oder wir. Au! Jawohl. Was? Wie viel? 125 Punkte? Boah, jetzt müsste ich fast nochmal laden, ey. Ich trinke mal was. Oh, Maria und Josef. Schnell weg da. La la la. La 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 la. Sind sie weg? Wow. Alter. Schreck mir nicht so, Kackviech. Bah, wir müssen die unbedingt besiegen. Das sind so viele Erfahrungspunkte. Schnell, hau, Ray, mach! Mist. Alter. Ich habe keine Energie. Ich würde die ganze Zeit schlagen und habe keine Energie. Ja, hauen runter in Regel. Jawohl, wenigstens ein Hammer. Scheiße. Entschuldigung für die Wortwahl, aber Dreck. Echt. Ah, ist das bitter. Die schönen Erfahrungspünktchen. Hui, langsam, langsam. Ich wollte ja nur looten. Ruf da ganz runter. Das ist ein Kasperl. Ah, dann looten wir hier mal. Das ist ein Ember zum Kacken. Was? Ich meine, zum Erleichtern. So, jetzt wird es wohl besser gehen, oder? Boah, die waren, das war jetzt... Also, das ist echt bitter. Da wären jetzt so viele Erfahrungspunkte gewesen. Ich habe es vergeigt. Du mal dafür mal was essen. Frust essen. Und speichern tun wir auch gleich. Was soll's. Ihr könnt's da sicher perfekt. Aber ich werde das Spiel sicher privat irgendwann mal nochmal zocken. Das weiß ich jetzt schon. Vielleicht machen wir auch mal ein, wie heißt das, Replay dazu. Na komm, die Waffe musst du ziehen. Posten. Sorry, auf die Gosch. Auf die Gosch. Nochmal. Dann machen wir dich. Geht ja auch. So. Wo kommt der jetzt her? Schnell mal ein Trankerl aufgezischt. Na? Ja. Wo ist der? Wo ist das Viechlein? Ja, komm. Ja, wo ist das Viechlein? Oh, das ist weiß ich. Das war nicht gescheit hier. Hui! Ray hat ihn geschnappt. Super! Zack! Zack! Und mit Quee noch, wenn es gehen darf. Nix geht. Da, schlagen zusammen. Ja, geht ja. Super. Fein. Gut gemacht, Burschen. So, boah. Und nochmal 1000 Erfahrungspunkte dazu. Ja, bist du narrisch. Das ist echt viel. Schön. Ah, da rennt er jetzt, ne? Wer bist denn du? Reisender Händler. Warte mal kurz. Hallo, Fremder. Servus. Wenn du etwas kaufen oder verkaufen willst, bevor du weiterziehst, bin ich genau dein Mann. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir sauen. Was hast du anzubieten? Alles, was dein Herz begehrt. Okay. Ich habe mich gerade erschrocken, der Mann, der hinter mir gestanden ist, ne? Ich habe mir gerade gedacht, boah, also Ray hat da irgendwas im Gesicht. Da ist es, glaube ich, der Bodyguard von dem Händler gewesen, ne? Entschuldigung. Naja, Zahnaxt. Wird ein bisschen mehr Damage machen als das, was wir haben, ist aber sau teuer. Sonnenbrille praktisch. Ja, schaut halt cool aus. Ja, das bringt sie auch nicht wirklich viel, ne? Dieses Schachterhemd. Das Schrottsammlerhemd haben wir an. Da war gerade irgendwas grün. Achso, da haben wir die gleiche. Da haben wir sowas. Haben wir auch an. Kralle, Zähne. Ja, die dritten haben wir auch schon genügend gesammelt. Anleitung, Amulett der Tarnung. Müssen wir Goldschmied können. Pfeilchen haben wir da mal auch genug. 110. Das dürfte, glaube ich, da mal reichen. Jo, so wie es ausschaut, ne?
Wir könnten diesen Lebenssaft eventuell kiloweise kaufen. Ich würde aber sagen, wir haben einen. Ne? Ich würde sagen, kaufen wir mal 4, vorsichtshalber. Das wird, glaube ich, schon passen. 4 Liter her. Ja, diese Wächter da, ne? Ich habe echt gedacht, Ray hat was im Gesicht. Da ist es nur ein Helm, ne? Ja, so kann es gehen. Servus. Und zwar, die Mutanten sind erledigt. Deine lauernden Mutanten dürften niemanden mehr bedrohen. Ja. Wieso? Sind alle weg? Ich denke schon. Wow, Mann. Mhm. Da kann ich ja heute früher Feierabend machen. Ja. Hier, nimm das für deine Hilfe. Ich hau ab zurück ins Lager. Wenn du willst, kannst du ja mitkommen. Leute wie dich können wir hier gut gebrauchen, Mann. War nochmal 1000 da drauf. Ja, Leckbugel. Nicht schlecht. Schau, schon über die Hälfte. Wow. Bald sind wir Stufe 14. Ja, geht ja dahin. Dann muss ich ein bisschen aufpassen. Ein bisschen aufteilen, glaube ich. Dann können wir schon mal einen neuen Bogen tragen. Werden wir dementsprechend uns weiterbilden. So. Okay, das zu dem. Jetzt können wir theoretisch bei Lloyd gleich Bericht erstatten, dass wir ihm geholfen haben. Achso, Moment. Zum Saufen darfst du deinen Posten verlassen, aber zum Helfen nicht. So ein Dreck. So ein Dreckskerl, wollte ich sagen. Fiesling, echt. So, Lloyd war, glaube ich, hier irgendwo. Servus, Herr Lloyd. Und zwar, zwecks Jonesy. Dein Späher Jonesy ist wohl gerne draußen in der Wildnis unterwegs. Ja, auch wenn ich ihm immer wieder sage, dass er sich nicht so weit vorwagen soll. Jetzt, wo er weiß, dass er durch dich eine weitere Unterstützung hat, wird er hoffentlich nicht unvorsichtig. Hm. Okay, warte. Ich würde sagen, der erste Schritt ist getan. Die Männer mögen dich. Dann sollst du auch dein Quartier in unserem Lager erhalten. Ein Mann deines Standes braucht ein würdiges Domizil. Der große Turm am Kopfende des Lagers ist angemessen, denke ich. Hier hast du den Schlüssel. Gut gemacht. Noch etwas? Das war doch der Turm mit den schönen Bänken, glaube ich, ne? Wo man die Sonne so schön auf seinen Bauch scheinen lassen kann. Ja, das ist fesch. Freut mich. Die Belohnung der Mutanten im Umland ist erstmal... Die Belohnung, genau. Die Bedrohung. Ist ja fast das Gleiche. Naja, die ist auf jeden Fall erledigt. Die Bedrohung der Mutanten im Umland ist erstmal abgewendet. Sehr gut. Wir müssen aber aufpassen. Das waren bestimmt nicht die Letzten, die es versuchen werden, hier einzufallen. Schon mal sehr gut. Einige Dinge wären da aber noch zu tun. Ich bin mir sicher, dass du sie auch noch meistern wirst. Ja, ich bin motiviert. Bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Sicher! Sicher, voll motiviert, jawohl. Auf der Stelle. Gut, was machen wir? Was können wir? Nix können wir. Wow. Tja. Da sind wir überall ein bisschen zu schlecht. Intelligenz fällt mir sowieso. Das wäre echt schön. Praktika. Das wäre echt toll, wenn wir das könnten. Aber 20 Punkte auf Intelligenz kriege ich sowieso nicht zusammen. Es wird sowieso nie was. Lesen gibt dir zusätzliche Erfahrung. Boah, die zwei Sachen wären halt echt super. Wenn die Intelligenz stimmen würde, könnte man 3 Sachen... Boah, wie schier, wie gemein. Ah ja. Naja. Lernpunkte 4 hätte man. Wie kann ich damit anfangen? Ich danke dir auf jeden Fall, Leute. So, wie viel fehlt denn jetzt noch bis zur nächsten Stufe? Oh je, da fehlt schon ein ganz schönes Stück. 1000 Punkte waren jetzt, glaube ich, so viel, ne? So ein kleines Stück. Naja, wir werden halt immer stärker und brauchen immer mehr Arbeit, um an uns selbst zu wachsen. Wir haben ein Haus. Wir haben ein Haus da hinten, ne? Der Turm. Das ist unser Hitten. Den Turm hat er gemeint, ne? Geile Sache ist das. Halt, nicht runterstürzen. Servus, Hundi. Dab, dab, dab. Lässig. Wie im Bilderbuch. Ja, ne? Wir sind jetzt da der König dieses Turms. Moa, ein Ritter. So, ne? Es fehlt nur noch eine Prinzessin für den Turm. Ja, ja.
Ah, wir haben eh einen Prinzen, den Ray. Entschuldigung, der war schlecht. So. Ja. Boah, echt schön. Na, das ist mal eine Bleibe, ne? Kauf dir sowas mal im echten Leben. Ist nicht einmal finanzierbar. Dass du deinen eigenen Turm nur für dich hast. Boah, schöne Hütten. Na, muss man echt sagen. Echt eine geile Hütte. Jetzt wäre da hinten noch ein Garten schön. Da so, ne? So ein bisschen mit ein paar Kreidelwerk. Das wäre echt super. Aber wir sind ja jetzt schon zufrieden. Fürs Erste. Da wächst ein Bäumchen aus dem Fass. Das ist auch eine schöne Dekorationsidee. Ja, okay. So, hui. Unser Haustier haben wir auch da. Eine Ratte. Die schaut ein bisschen aus wie uns, wie meine Schoki. Nur der Schwanz gehört. Mir fällt da was ein. Mein alter Kumpel Mason lebte früher an der Küste, bevor er zu Jacksons Bande kam. Aha. Ich kenne da eine Stelle an Edans Küste, an der ich mich verkriechen würde. Wer weiß, vielleicht haben wir Glück und Mason denkt genauso. Und wir treffen ihn da zufällig. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir zusammen. Okay, lass uns die Küste von Edan nach Mason absuchen. Gute Idee, dann sollten wir keine Zeit verlieren. Jawohl, Bro. Boah, das geht aber schnell. Ach ja, eigentlich sollten wir uns jeder eine Frau nehmen und uns hier irgendwo zur Ruhe setzen, anstatt dämlichen Zetteln nachzujagen. Das hättest du dir vielleicht überlegen sollen, bevor du dich mit der halben Welt anlegst. Mhm. Ach was, für Leute wie uns ist das sesshafte Leben nichts. Mason ist jedenfalls friedlich geworden. Wenn ich Mason richtig einschätze, müsste er irgendwo da unten am Strand herumhängen und... angeln oder sowas. Wir müssen nur den Weg hier runter und dann die Küste entlang. Okay. Da fällt mir gerade ein, ich hätte vielleicht noch einen Teleporter suchen sollen. Um Gottes Willen. Ich glaube nicht, dass Ray den da packt. Das Biest kaufe ich mir. Sag ich Zement. Ja, da haben wir keine Meter, glaube ich. Oder doch? Vielleicht mit ein bisschen Glück. Ich sauf einmal was, weil das ist ordentlich. Also der hat jetzt richtig reingehaut. Mehr du Saukerl. Spür meine Axt, du Mistviech. So, weg. Ray, du bist dran. Und gehen wir Fullgas. Ich glaube, wir haben vielleicht eine Chance gegen das Mistviech. Mal schnell weg. Da scheint sogar ein bisschen buggy zu sein. Das ist mein, das ist unser Ray, du Watschka. Gleich hommern, jawohl! Das ist eine alte Bretterhütte, etwas versteckt. Wir müssen dem Weg bis ganz nach unten folgen. Interessant. Ich glaube, da oben ist noch einer. Warte mal, wir speichern kurz. Warte mal, den Krippel holen wir uns auch noch. Dann ist da wenigstens Ruhe. Aber ich merke gerade, ich Trottel hätte noch sollen bei der Siedlung, wo wir gerade vorhin waren, hätte ich noch unbedingt müssen schauen, ob der wir Meteor da nicht. Hat echt kaum ob wir da nicht. Ein Verbannter. Okay. Ray, du darfst auch mal. Au. Wow. Ray. Danke. Sehr nett. Tschüss. Der ist mehr wert als dieser Vertrocknete da drüben. Ja. Naja. Hin ist hin. So schauen wir aus. Also, was haben wir da Schönes? Kleiner Mana-Trank, Elixit, Lagerfeuer, was ich jetzt gerade nicht machen wollte, Entschuldigung. Eine Flasche Wein. Wie romantisch. Hier ist nicht zufälligerweise ein Teleporter. wahrscheinlich nicht. Ja. Ich bin so doof. Ich hab das voll vergessen. Da wäre sicher irgendwo einer gewesen. Wenn ich mir noch ein bisschen mehr umgeschaut hätte im Lager. Aber die paar Meter rennen wir halt nochmal hin dann und wird schon werden. Aber ein Nickerchen machen wir da. Alter, ich darf mir da nie trauen zu schlafen. Wenn ich da einmal niesen muss und runterfall, gute Nacht. Dann ist es soweit. Aha. Wieder was an der Küste. Okay. Dann schlafen wir noch bis zum nächsten Morgen. Gutes Nächtle. So. Aber das hat schon was.
am Meer aufwachen. Boah, ja, das ist halt schon was. Das darf man, das kann man ruhig so sagen. La-di-da. Guten Morgen, Ray. Wenig Brauchbares in den Trümmern hier. Jep, da stimme ich dir zu. Das heißt, wir müssen hier lang dann, ne? Aber die Blume, da nehmen wir noch mit. Tada! Und dann schauen wir uns halt da mal um. Schöne Blümchen im Wasser. Das ist die neue Form von Seerosen, übrigens. Mhm. Gar nicht so übel hier, oder? Ja, es ist schon schön. Also da würde jetzt echt nur mehr eine Frau fehlen, das stimmt schon. Also, hey, da haben wir was. Eine Eisenader. Ja, die bauen wir gleich ab. Sehr gut. Lalala. Frau und Kinder. Ja, das glaubst du, was so ein Strandurlaub kostet? Boah, da brauchst du einfach nur eine Postapokalypse und dann ist schon gratis, mein Lieber. Haha, ja, ja. Naja, wobei, vielleicht ist es nicht so gesund, im Meer zu spielen, weil man nicht weiß, wie viele Atomreaktoren da in die Luft gegangen sind. Atomkraftwerke halt auch, ne? Das könnte eventuell das Meer schon ein bisschen kaputt gemacht haben. Vielleicht gibt es dann mutierte Haifische. Weiß man nicht. Aber es ist trotzdem schön. Bist du gescheit? Ich muss kurz stehen bleiben. Nein, das ist so. Oh, ist das schön. Da kommt man voll in Urlaubsstimmung, oder? Boah, schön. Wirklich, wirklich schön. Halt, da oben ist wer. Ich gehe gleich mal speichern. Ich habe irgendwie das Gefühl, das könnte tödlich enden. So. Na, bist du Freund oder Feind? Hey, Moment mal. Da ist ja der Mistkerl. Mann, Ray. Du steckst ganz schön tief in der Scheiße. Weißt du das? Freut mich auch, dich zu sehen, Mason. Bist du jetzt dein neuer Aufpasser, oder was? Sieht ganz so aus. Tja, Mann, dann haben wir jetzt wohl ein kleines Problem. Ich will seinen Arsch und du hältst deine schützende Hand über ihn. Also, wie regeln wir das jetzt? Woher weißt du, dass Ray so viel wert ist? Ich war doch früher mal Gefährten. Zählt das denn gar nichts? Jo. Ihr wart doch früher mal Gefährten. Zählt das denn gar nichts? Nee, Kumpel. So billig kommst du mir nicht davon. Ach, okay, cool. Ist er denn überhaupt so viel wert? Woher weißt du, dass Ray so viel wert ist? Von seinem Steckbrief. Wieso? Du hast nicht zufällig einen davon. Und wenn es so wäre? Ich kaufe dir den Steckbrief ab und du vergisst die Sache. Rück den Steckbrief raus oder ich prügel ihn aus dir raus. Na, probieren wir es mal mit verhandeln. Ich kaufe dir den Steckbrief ab und du vergisst die Sache. Ach ja. Nun, das wird aber nicht billig. Also 200 Splitter müssten es schon sein. Ach, das geht. Das haben wir. Da, bitteschön. Hier ist das Geld. Gib mir den Steckbrief. Mit Vergnügen. Hier hast du ihn. So. Und jetzt hörst du auf, nach Ray zu suchen. Wen? Ich sehe, wir verstehen uns. Wenn du das sagst. Okay. Cool. Das ging ja mal gut. So, Krug, Öllampe, Metallschrott, noch ein Schlafsackerl. Aber der wohnt hier echt schön. Na Ray, alles gut? Sogar in Edan bist du ein gesuchter Mann. Sogar in Edan bist du ein gesuchter Mann. So wichtig bin ich nicht. Nur weil du bei Mason einen Steckbrief von mir gefunden hast, heißt das noch lange nichts. Noch haben wir nicht alle Steckbriefe gefunden. Wir müssen weitersuchen, bevor mich noch jemand findet, der die Belohnung einstreichen will. Gibt es da noch etwas, das du mir sagen willst? Gibt es da noch etwas, was du mir sagen willst? Ich habe im Moment nichts Neues. Aber vielleicht fällt mir noch etwas ein. Wenn das so ist, dann sage ich dir Bescheid. Aber vielen Dank erstmal. Wenn du so weitermachst, besteht für mich ja vielleicht doch noch Hoffnung. Es würde mich freuen. So, ich meine, menschlich ist er echt nicht schlecht, der Ray. Er ist halt, er dürfte sogar ein bisschen ein Frauenschwarm sein. Also wenn er da so zart beseitete Damen, die so ein bisschen auf böse Jungs stehen, ne? Da ist er sicher vorn dabei.
Jetzt wäre es aber echt schön, ich habe keine Ahnung, wo sind wir da überhaupt, wenn wir da irgendwie noch, aha, okay, da hätten wir Fluss Delta, okay. Das ist eh nicht so weit weg. Aber ich fürchte, ich habe einen Blödsinn gemacht, ne, da ist halt, ich bin halt dumm gewesen und habe hier leider Gottes noch keinen Teleporter aufgemacht. Das ist nicht so gut. Ist ja wurscht, das ist, glaube ich, näher, ne? Warten wir uns mal dahin. Laufen mal das Stück zurück. Wird schon werden. Jo. Ich denke mal, ich werde mal ins Lager zurücklaufen. Weil ich ja auch unbedingt einen Teleporter dort finden möchte. Ich hoffe, es gibt auch einen. Und meld mich dann einfach wieder im nächsten Part, wenn wir dort sind. Ich glaube, ich muss kämpfen. Na, hat sich gerade beruhigt. Okay. Auf jeden Fall, ihr Lieben, der Part ist wieder zu Ende. Und somit bedanke ich mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. So, und jetzt noch eine gute Tasse Kaffee.